Hallo und schönen guten Abend hier aus Kalifornien nach Deutschland oder wo auch immer ihr euch befindet in dem Rest der Welt. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem heutigen Erfahrungsaustausch, wie jeden Mittwoch. Ganz kurz, bevor ich an die liebe Gertrud Weiß, Apothekerin, übergebe, die dann durch den Abend führen wird, noch ein paar Hinweise. Wir haben in Deutschland ein Heilmittelwerbegesetz. Normalerweise sollte jetzt die Folie weitergehen. Ah, da ist sie. Daran sollten wir uns auch halten. Wir dürfen keine Heilversprechen machen. Deswegen, wenn ihr eure Problemchen, die ihr habt im Körper, beschreibt, dann ja, dann sagt nicht unbedingt die Krankheit, umschreibt es ein bisschen, wo es drückt, wo der Schuh weh tut und was sich getan hat nach der Einnahme. Egal, ob es jetzt erstmal schlimmer geworden ist, ob es besser geworden ist, aber eure persönliche Empfindung. Generell dürft ihr natürlich auch Erfahrungen von Freunden, Verwandten, Bekannten erzählen. Da solltet ihr dann einfach nur zitieren, was sie euch wiedergegeben haben. Dieser Call wird aufgezeichnet, um die Erfahrungen auch anderen Menschen zur Verfügung zu stellen. Deswegen, wenn ihr nicht möchtet, dass ihr gesehen werdet in dem Video, dann schaltet einfach eure Kamera aus. Und ja, loggt euch gegebenenfalls nochmal aus und ein mit einem anderen Namen. Wobei ich denke, es ist eigentlich nicht nötig. Jeder kann sich zeigen und auch seinen Namen zeigen. Ja, dann kommt ganz oft unserem Erfahrungsaustausch die Nachfrage nach der Einnahme der Produkte. Dürfen wir auch keine Antwort drauf geben, ganz einfach, weil es wieder in die Richtung Heilaussage geht. Deswegen bitte ich euch, wenn ihr eure eigenen Erfahrungen mit uns teilt, dann erwähnt doch mal eben bitte, wie ihr wann, wo, welche Produkte eingenommen habt. Ja. Dann bedanke ich mich nochmal für alle, die jetzt hier im Call dabei sind. Mittlerweile 35 Leute. Ich weiß, wir haben heute sehr, sehr viel Neue. Und der Anfang, die erste Erfahrung, bis die kommt, ist immer etwas schwierig. Deswegen bitte ich doch mal die alten Hasen, egal wer, einfach anzufangen mit einer Erfahrung. Ich weiß, die eine oder andere Erfahrung haben wir schon 100 Mal gehört hier auf dem Erfahrungsaustausch. Ist aber nicht schlimm, weil wir jede Woche neue Leute, neue Menschen drauf haben und die kennen eure Erfahrungen noch nicht und die freuen sich dann natürlich über eure Erfahrungen auch, wenn wir sie schon ganz oft gehört haben. So, dann übergebe ich mal an die liebe Gerti. Gerti, bist du da? Ich hoffe, man Ja, kann ich dich bin hören. da. Ah, Ja, super. Ah, Gerti, dann schalte ich. ja, schönen guten Abend. Hallo, einen schönen guten Abend in die Runde. Ja, wie jeden Mittwochabend. Ein Treffpunkt, den man nicht versäumen soll. Ja, viele neue Gesichter. Stimmt, Michi? Das hört sich gut an. Also ich hoffe auch auf viele, viele gute Erfahrungen. Und mein Motto kennt ihr ja, Gesundheit ist nicht alles, aber ohne Gesundheit ist alles nichts. Und ja, wir sind alle so wahnsinnig interessiert an Gesundheit, aber das Wissen ist mäßig und das Verhalten eigentlich miserabel. Und das wollen wir ja ändern. Und wir haben den Schlüssel für die Gesundheit gefunden. Und wir warten nicht, bis 70% unserer Gesundheit aufgebraucht ist, damit sich Krankheiten zeigen. Und wenn diese sich gezeigt haben, da haben wir den richtigen Schlüssel, um diese wieder zurückzuerlangen, unsere Gesundheit. Ja, ein guter Spruch, den ich heute noch gefunden habe von Arthur Schopenhauer: Gesundheit überwiegt alle äußeren Güter so sehr, dass wahrscheinlich ein gesunder Bettler glücklicher ist als ein kranker König. Und nach diesem Motto wollen wir ja alle handeln. Und da möchte ich jetzt den ersten bitten, Ist zu laut? mal Hallo, das Eis brechen möchte. Vielleicht einer der alten Hasen. Ich schaue den Alfred gerade, den habe ich schon lange nicht gehört. Alfred, magst du uns mal von deinen großartigen Erfahrungen was erzählen? Einen wunderschönen guten Abend. Danke Ich dir. habe mich ein bisschen, wie soll ich sagen, ich habe ja nicht viel erzählt in der letzten Zeit, weil wir wollten auch noch von den Neuen hören. Und natürlich habe ich das ein paar Mal erzählt, aber trotzdem ist es immer interessant, auch von den anderen, von den alten Hasen auch noch was zu hören. Ja, ich habe Lemonine kennengelernt und die Firma Life Farm, das ist schon ein paar Jahre hier, in Münster damals. Und ich konnte damals nicht laufen.
ich bin hier manchmal auch noch mit den, oder zu den Präsentationen bin ich gegangen mit Krücken eigentlich, stand ich auf der Bühne und hatte Knöchelprobleme, aber dermaßen Schmerzen, dass wenn ich irgendwo kurz spazieren war oder so, nach 5 Minuten oder 10 Minuten musste ich umkehren und wieder nach Hause gehen oder irgendwo hinsetzen, weil ich konnte einfach nicht stehen oder laufen. Und da habe ich damals Lamanine kennengelernt, also die Firma, und habe angefangen, die Produkte zu nehmen. Hatte Schlafstörungen, wenig Ausdauer, wenig Energie. Und es waren ja ein paar Baustellen, die ich hatte damals. Und nachdem ich angefangen hatte, die Produkte zu nehmen, innerhalb 2 Monaten, 3 Monaten ging es mir dermaßen gut. Was mich damals beeindruckt hat, war zum Beispiel die Schmerzen in den Füßen, die gingen nach, glaube ich, 3 oder 4 Wochen, war alles weg. Ich habe die Krücken irgendwo in eine Ecke gestellt, so stehen die immer noch da. Und mir geht es ausgezeichnet, seitdem laufe ich gut, alles funktioniert tadellos. Man kann besser schlafen, also ich kann besser schlafen und habe unheimlich viel Energie und kann vieles machen, was ich vielleicht früher ein bisschen übermüdet war oder fertig oder kaputt war irgendwo. Aber jetzt geht es mir eigentlich ausgezeichnet und topfit fühle ich mich wie ein junger Gott. Jetzt lach nicht, Michael. Wie ein junger Gott und ja, mir geht's ausgezeichnet. Mir geht's immer eigentlich gut, wenn einer fragt. Ja, das war's eigentlich von mir. Danke dir, Alfred. Das ist doch ein Beweis, dass man seine Krücken wieder mal nur als Abschreckung in die Ecke stellen kann, dass ja nicht mehr sowas auf uns zukommt. Danke dir. Ja, wir wünschen dir auch weiterhin viel Erfolg und ich glaube, du bleibst doch dabei, damit es weiter so bleibt. Ja, gut. Ja, die Elke. Ja, Elke, schönen guten Abend. Na, ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch. Schieß mal los. Danke. Ja, okay. Also ich habe ja die Firma Lifearm und die Lamanine letztes Jahr im Juli kennengelernt durch die liebe Jasmin. Und bis dahin hatte ich zähle mal ganz kurz auf, so circa 30 Jahre Bandscheibenprobleme, hatte 10 Jahre Bluthochdruck, 5 Jahre Arthrose in den Füßen, Wassereinlagerungen, alles, was man dann so kennt. Die Jasmin hat mir dann gesagt, hier, kannst du ja mal probieren. Habe ich gemacht, ja, und ich bin ein Mensch, ich habe Jasmin zu 1000% vertraut, sagt, kamen die Produkte, sage ich, wie muss ich das nehmen, sofort angefangen. So, nach 3 Tagen hat mir mein Kopf irgendwie gesagt, du musst mal mit deinem Blutdruck was gucken, weil ich die Blutdrucktabletten noch genommen hatte. Habe immer starken Bluthochdruck gehabt, 250 zu 160, also es war für mich normal, ohne Blutdrucktabletten. Und habe dann nach 3 Tagen, die Blutdrucktabletten hatte ich weitergenommen, dann 3 Tage morgens 2 Lamanine, abends 2 Lamanine, so habe ich die genommen. Und habe dann einen zu niedrigen Blutdruck gehabt und dachte, huch, was ist jetzt los? 110 zu 50 ist ja ein bisschen wenig. Ich bin ja auch kräftig und stabil, also bräuchte ich ein bisschen mehr. Habe mit Jasmin gesprochen und sagt sie, okay, jetzt kannst du hingehen und kannst die Blutdrucktabletten ausschleichen lassen, weil sie mir dann erklärt hat, dass die Medikamente da durch die Einnahme der Lamanine auch ihre Wirkung verstärkt werden. Ja, und dadurch war dann der Blutdruck zu niedrig. Gut, dann weitere 3 Tage später, nachdem ich dann 3 Tage eine halbe Tablette morgens und abends genommen hatte, wieder Blutdruck gemessen und dann war der immer noch so weit unten, immer noch so 110 zu 50 und dann sagt sie so, und jetzt, sagt Jasmin, jetzt kannst du die Blutdrucktabletten mal absetzen. Und sage und schreibe, seit diesem Tag habe ich nie mehr wieder Bluthochdruck gehabt. Also das war einfach nur phänomenal. Rauschen im Kopf ist immer weniger geworden. Ich habe es jetzt noch so ein bisschen, das kommt ja durch den hohen Blutdruck, aber bis das jetzt die ganzen Jahre mal abgearbeitet ist, denke ich mal, das dauert auch noch so ein bisschen. Ja, und dann meine Kreuzschmerzen, die waren plötzlich weg. Ich habe das selbst gar nicht so bewusst gemerkt, bis mein Mann mir irgendwann mal sagte, sag mal, du stehst aber gut auf von der Couch. Was macht denn dein Kreuz? Nichts mehr. Und sag ich, nö, alles weg. Sag ich, jetzt, wo du sagst. Dachte, was hast du gemacht? Weil ich hatte ihm das nicht gesagt, dass ich die Lamanine nehme, bewusst. Das sage ich, das sind meine Stammzellen. So, habe ich dann so mit meinem Charme ihm das dann rübergebracht. Und er sagte, das ist ja mal cool. Und ich habe seit diesem Tag keine Kreuzschmerzen mehr gehabt. 30 Jahre unter Schmerzmitteln gelebt, nur noch, konnte kaum noch laufen. Also phänomenal.
Und dann hatte ich letztes Jahr im März, April ist festgestellt worden, Arthrose im rechten Fuß, anfängliche und Wassereinlagerungen. Also der rechte Fuß hat ausgesehen, kann man sich gar nicht vorstellen, der war furchtbar dick und geschwollen. Und die Laminine genommen, auch dann, wie gesagt, 2 morgens, 2 abends und habe dann 3, 4 Wochen später gemerkt, dass mein Fuß überhaupt nicht mehr so dick war und Schmerzen war auch kaum noch so ein bisschen. Ja? Mittlerweile, muss ich sagen, habe ich heute Mittag noch einer Freundin gesagt, ich komme mir vor wie 18, ich habe keine Schmerzen mehr, ich bin so gut gelaunt, mein Gemüt, die Geduld, das ist einfach alles nur, ich kann sagen, hervorragend, keine Schmerzen mehr. Keine Wassereinlagerung, den ganzen, überhaupt jetzt die ganze Zeit nicht mehr gehabt in den Füßen und das finde ich einfach nur toll. Ja, das so von mir, die Baustellen. Neurodermitis habe ich noch, die kommt auch ab und zu noch ein bisschen raus, aber auch, das ist nicht mehr der Rede wert. Also die war teilweise schlimm, aber mittlerweile kann ich ja auch nur noch drüber lachen. Naja, guck mal, Ecke, das ist ein halbes Jahr, ein gutes halbes Jahr, also da kann man nichts sagen. Also nee. Großartige Ergebnisse. Ja. Ja, ich war auch offen. Hm? Bei so vielen Baustellen. Hm. Ja, ich war auch offen. Also ich habe auch gesagt, ich wollte mir das antun und man muss ja auch dann schon sagen, ich möchte es. Und man muss auf sich aufpassen, man muss sich beobachten und in sich reinschauen, was passiert mit mir und dann funktioniert das wunderbar. Und der Vertrauensvorschuss von Seiten Jasmins. Also ja. Macht sehr viel aus. Klar. Ja. Okay. Claudia. Danke dir, liebe Elke. Ja, gerne. Ja. Ciao. Ciao. Claudio, ich habe gehört, ich soll dich mal fragen, wie es dir geht. Claudio Gugelmann, ja, hallo. Schönen guten hallo. Abend. Ja, hallo miteinander. Ja, wie es mir so geht. Ich bin, ihr hört und seht mich alle zum ersten Mal. Ja, ich bin seit 8 oder 9 Tagen im Geschäft. Ich habe die Produkte nach Hause bekommen. Ich konsumiere die Produkte seit 3 Tagen. Und ich bin eigentlich ein sehr körperaffiner Mensch, sage ich mal. Das heißt, ich spüre mich selbst sehr gut, meinen Körper sehr gut. Und normalerweise kann ich das auch sehr gut einordnen, was mit mir gerade passiert. Ja. Ja, ich weiß gar nicht, was ich jetzt hier berichten soll, weil ich kann eigentlich nur sagen, ich nehme die Produkte seit 3 Tagen, ich nehme sie in ganzer Dosis, wie man das sollte, also 4-mal Laminine am Tag, dann 2-mal die ganzen anderen Produkte noch, die 3 anderen Produkte und ich merke einfach, das äußert sich auch mit gewissen, sag mal, Symptomen oder Anzeichen. Ich merke einfach, dass mit meinem Körper im Moment etwas geschieht. Und ich bin ein bisschen, ich kann es gar nicht recht beschreiben, es ist fast ein bisschen wie auf Droge. Ich kann es nicht einordnen. Ja? Also ich eben normalerweise kann ich meinen Körper sehr gut einordnen und weiß, okay, jetzt hast du Durchfall oder jetzt ist dir schlecht oder jetzt ist dir das oder jetzt bist du ein bisschen oder dein Blutzucker ist zu weit unten oder, was mit uns so täglich geschieht, ja, im Leben. Und jetzt habe ich wirklich seit dem ersten Tag, das hat am ersten Tag am Abend dann angefangen, nicht gleich sofort. Am zweiten Tag wurde das intensiver und jetzt ist der dritte Tag und jetzt war es heute wirklich sehr intensiv, dass ich einfach gefühlt habe, irgendwas ist mit meinem Körper im vollen Gange. Ja. Ich kann jetzt nicht von etwas sprechen, was nicht ist, ist auch nicht Sinn und Zweck, denke ich mal, und wollen wir auch nicht. Ich kann einfach sagen, in meinem Körper bewegt sich etwas ziemlich Großes. Soweit kann ich es einstufen. Ja, also es geschieht eine Wandlung oder was auch immer. Ich kann es, wie gesagt, nicht einordnen und bin einfach gespannt, wie das weitergeht. Ich hatte gestern mal kurz eine Situation, wo ich plötzlich in meinem linken Schienbein einen Schmerz hatte, einen stichartigen Schmerz. Und ich mich gefragt habe, was soll das jetzt? Weil ich habe mich weder irgendwo angeschlagen, noch irgendwie irgendwas. Ja. Heute habe ich dann mit der Jasmin auch kurz einen Call gehabt, auch noch mit einer neuen Partnerin von mir. Und da hat Jasmin gesagt, es kann auch vorkommen,
dass man plötzlich Verletzungen, die man mal hatte, dass sich das da bemerkbar macht. Und ich habe tatsächlich am linken Schienbein eine sehr große Narbe. Ich hatte da eine große Verletzung. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob es das ist oder nicht, aber auf jeden Fall hatte ich einen riesen Schmerz gestern. Und zwar plötzlich einfach wie angesprungen. Der Schmerz war dann auch sehr schnell wieder weg, aber es war halt da ganz kurz. Ja. Und mit meinem Körper ist es einfach so, dass eben ich ein Lebensgefühl, ein Körpergefühl in mir habe, heute ganz intensiv, am dritten Tag, dass sich einfach sehr anders anfühlt, als ich das kenne bis jetzt in meinen 40 Jahren, wo ich lebe. Ja, Claudio, das ist sehr, sehr interessant zu hören. Du bist ja einer derjenigen, die wirklich ein ausgeprägtes Körpergefühl haben, noch in sich hineinhören können. Und das, was Jasmin gesagt hat, das stimmt mit Sicherheit, da unsere Lemminein die Angewohnheit haben, ganz alte Baustellen wieder an die Oberfläche zu holen, kurz mal aufflammen zu lassen und den Schmerz nochmal hochzuholen. Und dann weiß man, dass dann die Reparatur beginnt, die Regeneration. Und deshalb ist der Schmerz dann nach kurzer Zeit weg. Aber man weiß, sie haben die Stelle entdeckt und da wird jetzt repariert. Sehr schön. Ja, dann wünsche ich dir noch viele gute Erfahrungen und willkommen in der Gruppe seit 9 Tagen. Toll. Dankeschön. Dankeschön. Ja, danke dir. Ja, die Peggy, habe ich gehört, will uns auch was sagen. Liebe Peggy, bist du da? Ja, ich bin da. Ja, hallo, grüße dich. Hallo. Ja, hallo, Gerti. Ja, also ich habe ja jetzt schon eine Weile nichts mehr erzählt. Ja. Und war jetzt auch kurz nicht da. Ja, also was habe ich zu berichten? Ich, ähnlich wie die Elke, ich bin seit Ende Juli bzw. Anfang August vorigen Jahres dabei und nehme die Produkte, also das große Powerhouse inzwischen. Und ja, am Anfang, also ging auch ähnlich, wie es gerade erzählt wurde vom Claudio, man hatte ein ganz anderes Körpergefühl. Es ging also auch relativ schnell los, dass man sich viel leistungsstärker fühlte. Der Stress wurde weniger. Also bei mir war das so, dass ich also innerlich immer sehr angespannt war und sehr nervös. Ja, und das ging relativ schnell, wandelte sich das um in eine wirkliche Gelassenheit, sodass man dann schon dachte, oh, ich will es mal ganz deutlich sagen, so eine richtige Leck-Arsch-Stimmung, ja, es konnte mich irgendwie nicht so richtig aus der Ruhe bringen. Ich glaube, kein Psychopharmaka kann das besser. Also das war wirklich enorm und es ist auch wirklich nicht nur privat, also in der Familie aufgefallen, sondern auch auf der Arbeit. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil das war auch etwas, was mich selbst recht belastet hat und das ist eigentlich bis jetzt auch so geblieben. Dann habe ich ja relativ starken Haarausfall. Jetzt muss ich dazu sagen, ich habe also, hängt was mit den Hormonen zusammen, man nennt das also androgene Atropezie. Und die Männer sind da, ja, die kennen sich da meistens sehr gut aus. Das ist, wenn dann eben halt Glatze entsteht. Das kann zwar jetzt nicht mehr in dem Sinne umgewandelt werden, aber an den Seiten sind meine Haarwurzeln also noch aktiv. Und das zeigte sich so, dass also innerhalb von 3 Monaten wirklich dort wieder also dichtes Haar entstanden ist und also keine lichten Ecken mehr waren. Das ist auch bis jetzt geblieben, weil der Haarausfall ist relativ schnell zum Stoppen gekommen. Also ich will mal sagen, so ungefähr eine Woche war das. Da war der Haarausfall weg. Also wir haben ja alle einen normalen Haarausfall, der bleibt auch, ne, aber der ist völlig unkritisch. Und und das ist auch bis jetzt geblieben. Da habe ich massive Probleme mit den Knien. Das muss ich sagen, ist immer mal besser und mal schlechter. Das ist sicherlich auch so eine Wettersache. Aber wenn man jetzt die Zeit bedenkt,
die ich vorher hatte, wo ich doch hier und da mal ein Ibuprofen nehmen musste oder auch mal Novalgientropfen, das muss ich gar nicht mehr. Ne? Also das sind Schmerzen, die wirklich echt erträglich sind. Ich war jetzt eine Woche in London und da bin ich jeden Tag fast so, also so 10 Kilometer gelaufen und das ist für, sage ich jetzt mal, mein Körpergewicht eine absolute Leistung. Und das wäre früher überhaupt nicht möglich gewesen. Also das ist wirklich, selbst mein Mann, der nun ein Läufer ist vom Herrn, der hat dann irgendwann schon gesagt, also jetzt ist mal gut, mir tun schon die Fußis weh. Und und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Das war für mich ein Wahnsinnserfolg. Ohne Lemmy, Nein und Co. weiß ich, wäre das nicht möglich gewesen. Also jedenfalls nicht ohne Schmerzmittel. Und ich habe so keine Tabletten genommen, nichts, gar nichts, ja. Was ist noch? Also meine Familie selber nimmt ja auch alle unser Powerhouse. Meine Schwiegermutter war es mit ihren 82 inzwischen nun weiß auf dem Kopf gewesen. Jetzt wird es langsam kritisch. Die Haare wachsen doch echt wieder in ihrer Naturhaarfarbe wieder. Ja, auch ihr Hautbild hat sich signifikant verbessert. Also so, man hatte dann jetzt schon gesehen, ne, also die Altersflecken, klar, mit 82 darf man die auch wirklich schon haben. Aber selbst die sind jetzt blasser geworden. Ihr Gesicht hat sich schon verändert. Also es sieht nicht mehr so, ja, dem Alter entsprechend aus, will ich mal sagen. Ja, es ist wirklich jugendlicher geworden, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Auch ihre Energie ist viel besser. Also sie läuft 3 Treppen, fühlt sich gut, ist wieder aktiver. Sie hatte auch so mit Altersdepressionen zu kämpfen. Das ist auch gar nicht mehr. Sie nimmt also wieder wirklich aktiv am Familienleben teil, hat Spaß, Freude an Dingen, die sie auch früher schon gemacht hat. Ja, rundum, also ich könnte erzählen, noch und nöcher, der Schlaf ist besser geworden. Ich hatte also auch Schlafstörungen, ebenfalls mein Mann, das haben wir beide nicht mehr. Und ja, und vielleicht noch was ganz Wichtiges, gerade für die Neuen, also es sind ja jetzt hier immer nur wir Menschen, die berichten können, aber ich möchte eben auch mal Sprachrohr für meine Hunde sein, die also seit auch Anbeginn, also seit August oder September, sagen wir mal, beide Hunde Lemminein bekommen, jeweils eine Kapsel morgens. Der eine ist inzwischen schon 15, ein Viertel, also der wird dieses Jahr 16, der andere ist erst 2, war aber ein Hund aus Rumänien mit einigen Problemchen, die wir alle in den Griff bekommen haben. Und ja, und unser Monty, also unser Senior, der hat massive Gelenkprobleme gehabt, war lustlos, hat eigentlich nur noch geschlafen und ja, war sehr teilnahmslos und das ist also völlig weg. Der Hund ist, ich will mal sagen, so mindestens 3 Jahre verjüngt. Er ist wieder aktiv, er geht, er spielt mit dem anderen Hund. Natürlich nicht so, ne, wie so ein raufender Junge, aber er hat wieder Interesse daran. Er freut sich, er spaziert, er frisst und schläft auch nicht mehr so viel. Und ich finde immer, das ist eigentlich der beste Beweis, weil, ich sag mal, wir Menschen können natürlich den gewissen Placebo-Infekt, den wir alle kennen, den kann man sich ja gut einreden oder einreden lassen. Aber im Tier kannst du halt nicht sagen, na, jetzt geht's dir mal besser, du nimmst ja jetzt schließlich Lemminein. Und das ist für mich der Beweis, dass hier auch wirklich, also die Wirkung eintritt, ja. Und ich bin echt froh, dass ich damals auch die Gelegenheit genutzt habe, die mir Elke gegeben hat. Und deshalb bin ich auch dabei und für mich steht auch fest, ich bleibe dabei. Ja, das ist die beste Prophylaxe, glaube ich, die man seinem Körper auf ganz natürliche Weise geben kann. Ja, Peggy, du hast ja einen ganzen Blumenstrauß an Berichten. Sehr schön. Und wir danke dir sehr. Ja, gerne. Bei Tieren sind, da hat Elke noch kurz etwas zu berichten über ihren Kater, damit wir kurz mal bei den Tieren noch bleiben. Genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht, weil wir sonst immer nur über uns reden, über uns Menschen, dürfen auch die Tiere mal ran. Ja, ja, unserem Kater, also der ist jetzt mittlerweile 15,5 Jahre alt und hatte Blasensteine und furchtbar Haus. Also der hat Haare verloren, das war unmöglich. Ja, der hat überall, hast du bei uns, nur noch weiße Katzenhaare gesehen. Der bekommt jetzt von mir seit letzten September jeden Tag eine Lemminein.
ich mache die auf, streue das Pulver über sein Trockenfutter, weil anderes Futter darf er nicht, nimmt er nicht. Dann waren wir im November beim Tierarzt, also da hat er das gerade mal 2-3 Monate bekommen, waren wir im November beim Tierarzt, er ist Freigänger und muss geimpft werden gegen diesen Katzenschnupfen. So, und da guckt der Tierarzt, guckt so auf seinen Impfpass und dann guckt er mich an und da sagt er, das kann aber jetzt nicht sein, dass der Kater 15 Jahre alt ist. Sag ich, doch, der ist 15. Jetzt sagt er, das stimmt nicht. Sag ich, wie das stimmt? Sagt er, also er schätzt den Kater mittlerweile auf 5 bis 8 Jahre jünger. Ja, und er ist 15,5. Also der hat sich von der ganzen Aufmachung, der verliert kaum noch Haare, der springt rum wie ein junges Tier, ja, und der ist jetzt, wie gesagt, der wird im Oktober 16, das ist phänomenal, was mit den Tieren passiert, wenn die dieses Lämmlein zu sich nehmen und wie Peggy auch schon sagte, der frisst es, als ob es ganz normales Futter wäre, ja, ohne irgendwelche Bedenken, ohne irgendwas geht er da dran und das ist auch ganz, ganz toll. Ja, das zu unserem Kater. Ja, danke dir. Und nächste Woche, glaube ich, bekommen wir nochmal einen schönen Bericht von einer Partnerin, auch von ihrem dem Hund ihres Sohnes, der eine große OP hinter sich hatte. Aber das wird sie nächstes Mal berichten. Das war auch großartig. Aber ich will jetzt nicht vorgreifen, das wird nächste Woche kommen. Das hat sie mir eben gerade mitgeteilt. Und da war jetzt noch jemand, der mitgeteilt hat, wer war das? Henning Wunderlich, der meinte, er hat einen Hund, aber der leidet und hört uns sehr zu. Also wir hoffen ja, dass du dem Hund dann, lieber Henning, auch Lämmlein geben kannst und uns dann die großartigen Resultate berichten wirst. Ja, 7 Jahre, ja. Gut, Gerdi, dann mache ich doch mal weiter. Ich habe ja auch schon eben nichts mehr erzählt. Genau. Und du hast auch 2 Hunde. Ja, genau. Und wir hören ja in der Regel immer, dass die Leute super Erfahrungen hatten, weil sie irgendwelche Probleme haben. Das war für mich damals nicht der Grund, dass ich vor 4 Jahren angefangen habe, die Produkte zu nehmen, weil ich habe relativ früh erkannt, es macht Sinn, auf seinen Körper zu achten, bevor man krank wird und nicht erst anzufangen, wenn die Probleme schon da sind. Deswegen habe ich mich damals entschieden, die Produkte einfach präventiv zu nehmen, weil mich einfach dieses FGF2 und alles, was dahinter steckt und die ganzen Studien, die haben mich einfach überzeugt. So, ich habe einfach angefangen, die Produkte zu nehmen, habe auch gar nichts erwartet und habe aber dann trotzdem festgestellt, nach einem Monat, ich habe zum 1 Kilo, 2 Kilo, ich weiß nicht mehr genau, abgenommen, obwohl ich absolut nichts verändert habe vom Essen her, vom Sport her oder sonst irgendwas. Mittlerweile weiß ich, woran es liegt, weil unser Lämmlein senkt den Cortisonspiegel, baut den Stress ab und so weiter und so fort. Des Weiteren habe ich gemerkt, dass ich wesentlich besser mich konzentrieren konnte. Ich hatte tagsüber mehr Energie, konnte besser schlafen. Und hier die Stelle am Unterarm, die war sonst immer sehr, sehr rau. Da hat mich damals mein Bruder darauf aufmerksam gemacht, weil er hatte auch immer diese raue Stelle, hat auch angefangen, Lämmlein zu nehmen und sagte dann irgendwann auch mal auf einem Erfahrungsaustausch, den wir offline gemacht haben, Mensch, mir ist jetzt aufgefallen, diese Stelle ist total weich. Ja? Und dann habe ich bei mir gefühlt und alle haben gefühlt und haben gesagt, oh ja, stimmt, die ist viel, viel weicher, als sie vorher war. Naja, deswegen nehme ich die Produkte präventiv. Also wenn ihr Menschen kennt, denkt nicht über Krankheit nach, sondern wir wollen ja alle gesund bleiben. Es kann auch jeder frühzeitig anfangen, die Produkte zu nehmen. Und wir haben eben die Berichte gehört von dem Hund oder von der Katze und wir hören ständig diese Berichte. Und ich bin auch ein Tierliebhaber. Ich habe 2 White German Shepherds, also deutsche Schäferhunde. Und seitdem wir die bekommen haben, ich glaube, da waren die 8 Wochen alt oder so, habe ich angefangen, dem morgens eine Lämmlein und eine Omega zu geben, weil ich auch einfach will, dass sie fit und gesund bleiben und dass sie mir so lang wie möglich erhalten bleiben. Und es ist mittlerweile so, die kennen natürlich die Routine, wenn ich morgens runterkomme, nehme meine Produkte ein. Ich nehme wie die meisten von euch morgens eine Digestive, danach 2 Lämmlein, eine Omega und eine Immune. Abends das Gleiche nochmal. Manchmal, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, dann nehme ich auch wesentlich mehr Lämmlein und Omega, einfach um meinen Muskelkater zu reduzieren und meinen Muskelaufbau zu stärken. Jedenfalls, die Hunde wissen, wenn ich runterkomme, gehen die an die Schublade, wo meine Supplements drin sind und dann warten die, bis sie ihre Lämmlein und ihre Omega bekommen. Wenn ich mal eine Lieferung bekomme, muss ich immer sehen, dass ich die sehr schnell wegräume. Warum? Ich hoffe, das kann man so sehen. Ja.
weil dann ist ruckzuck der Dieb unterwegs und da wird sich eine Dose gekrallt auf Vorrat und wird dann irgendwo hingelegt. Ja. Also von daher gesehen, ich kann auch jedem nur empfehlen, wenn ihr Freunde, Familie habt, Menschen, die euch am Herzen liegen, empfehlt denen ruhig die Produkte, denn ihr wollt denen sicherlich auch das Leid ersparen, was der eine oder andere von euch schon durchgemacht hat. Und ja, das sind so meine Erfahrungen. Ich habe noch viel mehr Erfahrung, jetzt nicht direkt von mir, aber von Menschen, die ich gehört habe, die sind zum Teil phänomenal. Und aber ich denke, lassen wir noch mal den einen oder anderen zu Wort kommen, der jetzt hier noch dabei ist. Vielleicht auch einer, der neu ist, der vielleicht erst die Produkte 2-3 Tage nimmt, wie der Claudio. Dann kann man vielleicht in ein paar Wochen nochmal Revue passieren lassen, was so passiert ist. Vielleicht sagt ihr auch einfach mal, was ihr jetzt habt und was euch, was ihr euch vorstellt, was sich verändert. Ja. Ja, das ist sehr schön, was du uns berichtet hast. Und das war ja auch das, was ich anfangs sagte. Präventiv. Prävention ist viel mehr. Und wir sollen nicht immer nur an kranke Menschen denken. Ja, Gabi. Er hat die Hand gehoben. Gabi, wo bist du? Kannst du dich freischalten? Ja. Grüße dich, Gabi. Hallo. 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 Ja, ich bin auch ganz neu in der Runde. Sehr schön, dass du auch sprichst. Ja, und ja, ich hatte im Juli 2018 einen Schlaganfall und habe also körperlich ziemliche Einschränkungen gehabt und natürlich auch mental ziemliche Einschränkungen. Das ist mir auf der Reha sehr deutlich geworden mit ganz, ganz vielen Tests. Ich habe also keine Belastbarkeit mehr gehabt, keine Konzentration, Aufmerksamkeit, Reaktion. Ja, und das haut dich natürlich schon einmal ganz schön, ja, wie so ein Schlag eigentlich. Und ich arbeite selbst mit Nahrungsergänzungsmitteln und dann habe ich mir gedacht, irgendwie muss doch das wieder weitergehen. War total nahe am Wasser gebaut, habe keine Energie mehr gehabt. Und die Leute, die mich von früher gekannt haben, die haben gesagt, hey Gabi, was ist mit dir los? Was ist da passiert? Ja, und dann bin ich nach 6 Wochen Reha nach Hause. Körperlich habe ich das natürlich ganz gut auf die Reihe bekommen. Ich bin auch sehr, sehr fleißig immer. Und dann habe ich mir gedacht, Mensch, du irgendwie fällst du so total in der Depression. Du kannst dir nichts mehr merken, du bist nicht belastbar, du kannst keine langen Wege mehr gehen. Und dann kenne ich meine liebe Arbeitskollegin, die Agi. Und ich kenne ja von der Agi auch die Geschichte. Und dann habe ich mit ihr mal telefoniert und dann hat sie gesagt, Mensch Gabi, nimm doch das mal, komm, setzen wir uns doch mal zusammen. Und das haben wir dann auch gemacht. Und dann haben wir ja auch gleich mit dir diesen Call gehabt, liebe Gertrud. Und ja, das war einfach toll. Du hast mir das wunderbar erklärt. Ich komme wirklich auch aus dem Bereich Network Marketing. Und ja, und ich habe jetzt angefangen vor 7 Tagen mit 2 Lemminines am Morgen und 2 Lemminines am Abend. Die ersten Tage war ganz schlimm. Ich habe eine Müdigkeit gehabt. Ich war nur müde, habe gemeint, jetzt fall ich nur tiefer in so eine Depression rein. Und irgendwann habe dann gemerkt, irgendwann bin ich aufgestanden und habe gedacht, oh, es kommt wieder so ein Leben, Energie auch wieder rein. Und heute war wirklich mein erste, was ich dann gemerkt habe, nach 4 Tagen war, dass die raue Stellen an meinen Füßen weggegangen ist. Ich denke mir, oh, Babyhaut, super toll. Und jetzt merke ich eben, also heute war wirklich viel mehr ein Tag, ich bin um 5 wach geworden, bin seit um 5 jetzt auf, habe ganz viel erledigt, räume und miste und gehe spazieren, also wirklich Energie pur. Und habe mir heute in der Früh um 5 auch schon von euch Vorträge angehört, da muss ich euch einmal ganz ein großes Kompliment machen. Ich komme ja auch aus dem Network Marketing, also erst einmal dir, liebe Gerti, auch den Michael, toll, was dir da so fabriziert. Ich habe mir auch von Claudio und von der Jasmin auch schon was angehört heute. Also ganz klasse, ganz tolle Infos, was dir weitergibt. Also da mal, das ist nicht überall im Network Marketing so. Also muss ich sagen, ganz, ganz toll und bin natürlich sehr wissbegierig und ja, ich freue mich, wie es weitergeht. Vielen Dank. Danke dir, liebe Gabi. Sehr schön. Hab mich gefreut, dass du dich gemeldet hast. Und was ich natürlich weiterempfehlen würde, aber darüber haben wir ja gesprochen, deine guten Erfahrungen hast du ja jetzt schon mit Lemminein gemacht. Warum du damit erst begonnen hast, wissen wir. Und dass du dann nachher darüber übergehst, auch alle 4 Produkte zu nehmen, das wissen wir, das hat so eine bestimmte Bedeutung. Ja,
Wenn man andere Produkte noch hat, möchte man die weiternehmen. Aber ich sage dann, auch wenn ich sage, von Anfang an das Powerhouse, so wie Claudio das richtig gesagt hat, wenn man aber trotzdem anfangen will, dann mindestens mit dem Lemminein. Und wenn die anderen Produkte dann zu Ende sind, dann kann man aufs große Power oder aufs kleine Powerhouse übergehen. Aber von dem Lemminein auf jeden Fall 2-2 nehmen. Das ist das A und O in dieser ganzen Sache. Die anderen Produkte auch ganz, ganz wichtig. Je nach Baustellen, die im Körper vorhanden sind. Ja. Gut, danke dir. Ich danke euch. Die Angela Schröder möchte was sagen. Angela. Ja, ich würde mal sagen. Ja, schönen guten Abend. Ja, erstmal guten Abend, genau. Ich melde mich heute auch das erste Mal, um meine Erfahrungen auszutauschen. Ich habe das Produkt im November von meiner Heilpraktikerin empfohlen bekommen. Ich hatte sie aufgesucht, weil ich eine so heftige Schmerz in der Hacke hatte, stellte sich als Fersensporn heraus. Und auch so war der Fuß sehr lediert, dass ich bei Bewegungen und beim Sport auch sehr eingeschränkt war. Dann dachte ich, wenn ich sowieso da bin, dann kann ich euch erzählen, dass ich Schlafprobleme habe. Seit 3-4 Monaten konnte ich nicht mehr richtig durchschlafen. 2-3 Uhr wachte ich auf. Wenn ich Glück hatte, dann schlief ich um 4 Uhr wieder ein oder ich bin dann einfach aufgestanden und bin angefangen zu arbeiten. Außerdem hatte ich dann nochmal meinen Tinnitus angesprochen, den ich auch schon so seit 14,5 Jahren hatte. Ja, sie stellte mir dann, empfahl mir den Lemminein zu nehmen. Und zwar sollte ich erstmal eine Lemminein und eine Omega nehmen, weil meine Niere sehr belastet war. Und die habe ich auch genommen. Sie hat mir auch erstmal erklärt, die Wirkungsweise. Aber ich wusste nicht, welche Auswirkungen das auf mich hatte. Also ich war überrascht, das ist eigentlich zu flach ausgedrückt. Ich war wirklich geflasht, weil nach 4-5 Tagen nach der Einnahme, da schwebte ich praktisch unter der Decke. Ich hatte eine Lebensfreude, ich hatte eine Energie, ich hatte eine Fröhlichkeit, eine Leichtigkeit, Gelassenheit. Also das habe ich seit 19 Jahren, sage ich mal, nicht mehr so empfunden. Habe gedacht, oha, was ist das? Was hast du da genommen? Habe mich ein bisschen drum gekümmert oder mich informiert, was es ist. Habe es einfach genossen und ich fand das auch ganz toll. Das war auch gerade so vor der Weihnachtszeit, wo das immer sehr hektisch bei mir ist, mit Geburtstagen und so weiter und so fort. Und normalerweise ist es so, dass ich den ersten und zweiten Weihnachtstag dann ein bisschen flach liege und mich zurückziehe, aber diesmal war das gar nicht so. Ich hatte Energie, Kraft, ich wollte Menschen treffen und das war richtig klasse. Ja, so nach 40 Tagen sagte sie dann, ich sollte das kleine Powerhouse nehmen, das war dann Anfang Januar, und eine Lemminein extra. Ich hatte erst ein bisschen Bedenken, weil ich nicht wusste, was passiert dann mit mir. Hatte ein bisschen Angst, sie zu nehmen, aber ich habe sie genommen. Und dann passierte genau das Gegenteil. Ich wurde dann so ein bisschen ruhiger, bedächtiger, noch entspannter wie vorher. Oha, die Wirkung ist weg. Aber ja, dann hatte ich nämlich auch gehört, dass es dann so eine Entgiftungsphase gibt, wo man dann auch sehr müde ist, und das hatte ich seit 8, also es war dann so, dass ich um 18, 19 Uhr so müde wurde, dass ich kaum noch was machen konnte, meine Augen brannten, und es ist immer so, dass ich abends meine Büroarbeit erledige, und das war dann zum Teil nicht mehr möglich. Es waren ungefähr 3 Wochen, und dann hatte ich so das Gefühl, also ich muss mehr Lemminein nehmen, ich brauche irgendwie mehr, und habe dann auch so auf 3-4 erhöht. Halbe Woche später war dann die Müdigkeit weg und dann stellte sich ja eine Lebensfreude ein, eine Positivität, eine Entspanntheit, und das war richtig klasse. Ich muss dazu sagen, dass ich sehr viel Stress habe. Wir sind selbstständig, wir haben einen Betrieb und praktisch Betrieb und Wohnen, das ist alles in einem, auch das Gebäude, wo der Betrieb drin stattfindet, und deswegen so Privatsphäre und Entspannung hatte ich selten. Aber was ich jetzt so gerade erlebe, so mit meiner Lockerheit, Losgelöstheit und Leichtigkeit, auch der Betrieb, der drückt mich nicht mehr so, meine Schultern sind entspannter, denke ich einfach, dass mein Cortisolspiegel sich langsam auf den Normalstand endlich mal wieder bewegt, seit 19 Jahren. Deswegen, ich lerne mich gerade ganz neu kennen und das ist richtig klasse. Ich habe dann auch nachgelesen, dass wenn der Cortisolspiegel sinkt, der Serotoninspiegel steigt. Das ist das Glückshormon. Das ist das, was ich jetzt gerade fühle. Und der Dopaminspiegel steigt und kann auch endlich mal wirken. Ich habe einen Antrieb. Das ist enorm. Also ich bin so begeistert von den Produkten.
Jetzt nehme ich sogar das große Powerhouse, abends auch nochmal das gleiche wie morgens. Ein bisschen mehr Immune, weil die rundherum alle verstieft sind und ich auch ein bisschen Halsschmerzen habe, aber nicht so schlimm wie sonst. Also ich merke, es wird besser und sonst sitze ich da 7 Tage mit an und jetzt habe ich schon nach knapp einem halben Tag dann auch eine Linderung. Und ich finde die Erfahrungsberichte immer ganz klasse. Ich gucke die sehr gerne und ganz toll finde ich immer diese tollen, klasse Tipps von dir, Gerti, auch zu diesem Allgemeinen, dass man auch ein bisschen mehr Hintergrundwissen bekommt, wie das Ganze wirkt, was passieren kann, dass man dann eben auch nicht so überrascht wird. So, vielleicht wie ich, aber es war eine positive Überraschung. So, das ist mein Bericht. Mal gucken, wie es weitergeht. Ja, danke dir, liebe Angela. Das ist ein sehr guter Bericht. Ich finde, du hast wirklich alle negativen und positiven Auswirkungen auf deinen Körper gefühlt. Und dass du jetzt nach 19 Jahren dieses großartige Gefühl haben kannst, ich glaube, das kann man gar nicht nachvollziehen, wie großartig das ist. Ich habe noch was vergessen. Das war jetzt für mich so auf der emotionalen und leistungsfähigen Seite. Also mein Fersensporn ist weg, mein Fuß ist in Ordnung. Ich habe eine Warze verschwunden. Dann hatte ich auch das Gefühl, dass meine ganz, also ich habe 2 OP-Wunden, dass die auch mal so abgecheckt und durchgescannt wurden. Da war dann auch mal so ein kleiner, leichter, dumpfer Schmerz zu spüren. Also das hatte ich auch. Also und sonst körperlich gar nichts, sage ich mal. Hatte ich vorher auch nicht. Das war eher das andere, was mich so belastet hat. Ja. Naja, es sind schon sehr, sehr viele Sachen. Und das ist ja ein Beweis, dass dieses Produkt wirklich auf allen Ebenen greift. Und emotional und auf mentaler Ebene und physischer Ebene. Also alle Ebenen werden allmählich bereinigt. Und das ist letztendlich unser Körper, der durch unser Lemminein angeregt wird, seine Selbstheilungskräfte wieder in Funktion zu setzen. Die Stammzellen, unsere eingeschlafenen Stammzellen, die meinen, jetzt in Rente gegangen zu sein und nichts mehr machen zu müssen, die werden wieder aktiviert. Es werden neue, gesunde Zellen gebildet. Und was da rauskommt, das hören wir in unseren Erfahrungsberichten immer wieder. Und ich finde das großartig. Ja, meine Lieben, ich danke euch sehr für diese großartigen Berichte heute Abend. Ich glaube, wir machen auch wieder mal Schluss, damit wir nächstes Mal wieder genügend haben. Denn wenn wir diesen Erfahrungsbericht weiterleiten, dann haben diejenigen, die Interesse daran haben, vielleicht nicht so viel Zeit, aber kurz und bündig. Ich glaube, das ist das Richtige. In diesem Sinne, wenn niemand mehr was zu sagen hat, würde ich heute Abend schließen. Euch noch einen ganz, ganz schönen Abend wünschen. Danke für die tollen Berichte und sammelt mal wieder viele neue, schöne Berichte. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Schönen Danke, Abend. Danke, liebe noch. Gerti. Sehr gerne euch allen Tschüss. Einen schönen Abend. Tschüss. Tschüss.